führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war früher, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringe ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: welches er sagte, da er deutete, welches Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein in das Richthaus und rief Jesu und sprach zu ihm: Bist du der Judenkönig? Jesus antwortete: Redest du das von dir selbst, oder haben's dir andere von mir gesagt? Pilatus antwortete: Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan? Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde.
sprach Pilatus zu ihm: So bist du denn noch ein König? Jesus antwortete: Du sagst, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren, und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Da schrieben sie wieder alles ab und sprachen: Nicht diesen Mist, nicht diesen Sand und Sand.